Hallo und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. So, diese Folge machen wir Jins Reise, der Eisenhaken. Und da legen wir doch gleich mal los. Verbreitest du wieder Geschichten? Ich sage ihnen nur, was sie hören wollen. Manche von ihnen nennen dich den Geist. Nachdem du sie auf die Idee gebracht hast. Der Grund, dass diese Menschen bleiben, ist ihr Glaube an dich. Ihr Glaube gebührt den Samurai. Für sie bist du beides. Wenn Fürst Shimura frei ist, müssen sie nicht mehr an Volksmärchen glauben. Mag sein. Taka müht sich mit deinem Auftrag ab. Er will dich nicht enttäuschen. Mal sehen, wie er vorankommt. Sprich mit Yuna. Haben wir gemacht. So. Jetzt müssen wir mit Yuna zur Schmiede. Du hast Krieger gesucht, um deinen Onkel zu retten. Hattest du Glück? Ein bisschen. Ein bisschen, Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi leben noch. Sie haben eigene Sorgen, doch wenn es soweit ist, wollen sie mir helfen. Ein Bogenschütze und eine Adlige. Meinst du, das reicht? Ich habe auch die Strohhut-Ronin angeheuert. Ihr neuer Anführer ist ein alter Freund von mir. Ja, klingt so, als hättest du genug Hilfe. Willst du uns? Ich weiß nicht. Ach komm schon. Kann uns hier jemand helfen? Ja, ich. Geh du zu Taka. Wir sehen uns später. Mein Herr, ich bin gerade. Ich sprich mit Taka. Hallo Taka. Danke für eure Geduld, mein Herr. Ein Eisenhaken, an dem ich ein Seil befestigt habe. Damit könnt ihr Mauern erklimmen. Euch über etwas schwingen. Trägt er mein Gewicht? Ich habe es selbst ausprobiert. Ich nenne ihn Kaginawa. Perfekt. Wollte ich gerade sagen, stehe in eurer Schuld. Nein. Er ist ein Geschenk. Ich habe meine Schwester, mein Heim. Mein Leben. Das reicht. Danke, Taka. Jin! Wo bist du? Ryozo? Ist wohl besser. Jin! Jin Sakai! Hat jemand einen Samurai gesehen? Ich weiß, du bist hier! Jetzt kommen wir wahrscheinlich auch mit dem Haken hier hin. Wo vorher nicht hinkam. Das ist gut. Euer Schwert. Hier ist euer Samurai. Ich hab dich überall gesucht. Die Mongolen haben meine besten Kämpfer. Ich brauche sie für die Rettung von Fürst Shimura. Jin, wenn wir nichts tun, sind meine Männer tot. Und dein Onkel bleibt in Gefangenschaft. Wo sind sie? In Käfigen, nahe vor Yatate. Gut, Ryozo. Mal sehen, was wir tun können. Der Eisenhaken. Du sagtest, sie sind in Käfigen bei Fort Yatate. Wo genau? Die Käfige sind genau gesagt im Fort. Oben auf einer Klippe. Wie sollen wir deine Leute von dort aus befreien? Ein paar meiner Männer wurden nicht gefasst. Sie warten bei einer Kreuzung in der Nähe. Wir brauchen ihre Schwerter. Geh du vor. Ah, dann gucken wir mal. Wie wurden deine Männer erwischt? Du hast mir doch eine Karte gegeben. Die mit den Nachschublinien der Mongolen? Habt ihr Essen gefunden? Ja, sehr gut bewachtes Essen. So viele Wachen für deine besten Männer? Die dreckigen Hunde haben uns völlig überrumpelt. Ich bin selbst nur knapp entkommen. Sicher, dass deine Männer noch leben? Ich habe sie letzte Nacht singen gehört. Und die Mongolen haben sie das tun lassen? Scheint so. Seid ihr gute Sänger? Ist vielleicht angenehmer als Söldneraufträge. Ich wollte dieses Leben nicht. Aber ich hatte keine Wahl nach dem Duell. Oh, bei Fürst Nagaos Turnier. Wir haben nie darüber geredet. Vor dem Kampf hatte ich Kommandanten aller Clans eingeladen. Du gingst auf mich los, als wäre ich dein Todfeind. Hast mir fast den Arm gebrochen. Tut mir leid. Es war mein erstes Turnier. Die Aufregung war zu viel für mich. Natürlich war sie das.
Jeder Samurai der Insel wollte den Neffen des Shito treffen. So habe ich das nie gesehen. Du wurdest als Fürst Sakai geboren. Das Turnier war meine Chance, mir einen Namen zu machen. Einem Fürsten zu dienen. Samurai zu werden. Wärst du nur zu mir gekommen, ich hätte dich angestellt. Weil das sonst niemand hätte? Nein. Ich musste mich selbst beweisen. Hättest du das nur früher erzählt? Hätte ich vielleicht tun sollen. Hättest du mal, ja. So, okay. Der Geist. War Fürst Sakai nicht mehr gut genug? Und wenn? Angst, ich werde berühmter als du? Immer gleich ein bisschen was mitnehmen hier. Wo sind Hiro und Jinzo? Sie sind weg. Und sie kommen nicht wieder. Feiglinge! Laufen fort. Nach allem, was ich für sie getan habe. Es sind genug zur Rettung deiner Männer. Es stand schon schlechter. Ich verlor Männer an Mongolen. Krankheiten. Hunger. Aber das noch nie. Sie sind schwach. Das ist nicht deine Schuld. Will uns noch jemand verlassen? Beruhig dich. Es wird bald dunkel. Sollen wir noch vor Yatate reiten? Überlegen wir uns unterwegs, wie wir sie befreien. Jetzt mal weiter. Strohhüte! Reitet! Yatate. Da halten die Mistkerle meine Leute gefangen. Wie ist dein Rettungsplan? Mein Plan? Du hast uns auf dieses Mongolenschiff gebracht. Es gibt nur einen Weg ins Fort und der wird schwer bewacht sein. Ich muss da reinkommen und zwar unentdeckt. Die Klippen hinter dem Fort werden nicht bewacht. Ich klettere hinauf und über die Mauer. Wie? Bist du halb Affe? Ich habe eine Geheimwaffe. Ich befreie deine Leute. Wenn sie bei mir sind, löse ich einen Alarm aus. Dann reitest du hinein. Und tötest die Mongolen zwischen uns. Ah, ich wusste, du hast einen Plan. Ich bin der Hakenmann. Auf dieser Seite komme ich die Klippe hoch. Bleib versteckt, bis du mein Signal siehst. Viel Glück. Fall nicht runter. Die Klippe. Ist das hier die Richtung? Jo. Ah, das ist doch. Zu weit zum Springen. Aber Taka meinte, sein Haken trägt mein Gewicht. Springe und drücke R2 um. Ja, hoffentlich klappt das, ne? Ah, doch. Ja, wie springt er ab? Nein. Es klappt. Wunderbar. Oh. Das ist ja richtig praktisch hier. Langsam mag ich den Haken. Und Sprung.
Das ist ja richtig genial. Na. Darüber sollte ich mich schwingen können. Wunderbar. So, wie geht's weiter? Da geht's mal nicht weiter. Hä? Da gibt's was zum Greifen. Hä? Warte mal. So rum. Komm ich denn da hoch? Warte mal. Ah. Okay. So. Ja. Ich meine nicht hoch. Geht's denn hier weiter? Ach. Ich hab's gar nicht gesehen. Oh. Taka, du hast was gut. Warte mal, Schüssel. Nee. Ich muss Ryosos Männer finden. Die singen tatsächlich. Die Käfige sind wohl übers Fort verteilt. Oh. Da ist keiner mehr, ne? Nee. Ja, da wollte ich jetzt nicht direkt drauf, ne? Okay. Gut. Hier ist erstmal Ruhe. Pfeile nehme ich gerne mit. Da haben wir noch einen. Hier haben wir mehrere. Okay. Was haben wir denn da unten? Ah, Kunai brauche ich nicht. Ich muss jetzt nur gerade gucken, wo die sind. Der kann mich sehen. Das ist ja noch der da, ne? Hier hätten wir alle.
Dann lass mal kurz hier ein bisschen umschauen. Ich habe schon Bären gehört. Okay, hier gibt's nichts. Da war was. Eisen. Da ist ein Bär und okay. Den kriege ich irgendwie platt. Ich muss nur irgendwie da aufs Dach kommen. Blöd. Okay. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin, ey? Ich komme so nicht aus Sachen. Doch! Wunderbar. Es geht da. Okay, der sieht den jetzt, glaube ich, gleich, ne? Warte mal, wenn ich den Bären befreie, ne? Was? So geht der Bär nicht raus. Raus. Kann ich schon dahin schwingen? Ja, danke. Hä, wieso ging das jetzt gerade nicht? Noch ein Versuch. Da oben ist auch noch einer. Vielleicht kriegen wir es so hin. Der andere guckt ja nicht direkt in die Richtung. Denn hin in Kuharwo. Enter Samurai was da. Alna türdük. Dürtür bana. Yum alak. Thank you.
Сэрэнттэй бай. Ахиад учруул үхтэл болгоноо. Bär, warum greifst du sie nicht an? Nicht gut. Oh, nicht gut. Was war das denn? Was schießen die denn da? Dich habe ich gefressen. Jetzt muss ich nur aufpassen, wo du bist. Hätte Samurai werden können. Mir fehlte nur die Chance. Ist Kyoso hier? Er schickt mich. Ich wusste, er verlässt uns nicht. Okay. So, hier waren doch auch noch welche. Warte mal. Ja. Wer kommt jetzt? Okay. Schön gut, dass die mir helfen, aber wenn die drauf gehen, bringt das mir auch nicht viel, ne? Mist, den sehe ich nicht so gut. Der kommt wieder zurück. Müssen die jetzt kommen? Sieht da einer mich da? Дурсан ойр байна. Оцгой. Бо аймаа зогт чи хач. Ой. Зипсгээ хэр тимэ. Ишгэ боёо. Багиан нэг. Ja, das ist das Problem. Danke, mein Herr.
ist gleich down. Die meisten haben jetzt alle. Jetzt kommen wieder ein paar befreien. Euch geht es gut. Ja, jetzt schon. Was? Wie? Macht euch kampfbereit. Geht voran. Besiege die Mongolen. Da und da. Bär. Was nun? Lass mich, bitte! Jetzt den Alarm auslösen, damit Rioso kommt. Dann machen wir das mal. Sag mal, Rioso, wir sind bereit. Jetzt das Tor öffnen. Sind wir eigentlich auf der Map? No. Okay. What the fuck? Los, Leute! Kämpft für eure Freiheit! Okay. Los im Krieg! Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinhauen soll. Ich stehe gar nicht durch hier. Viele sind ja nicht mehr. Ach, Rioso! Ja! Ich wusste, ihr vergesst uns nicht. Er kann nicht ewig weglaufen. Haben wir alle. Wunderbar. Na. Ja. Wir haben gewettet, wann ihr uns befreien würdet. Ich hab verloren. Hoffentlich habt ihr Sake dabei. Das wirst du nicht glauben. Das ergibt keinen Sinn. Was ist denn? Die Mongolen haben meine Männer verschont und sie verpflegt. Mit gutem Essen sogar. Jetzt wundert mich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Also gut, Männer. Auf die Pferde. Ich muss zu Yuna in Komatsu. Eisenhaken abgeschlossen.
So, dann sparen wir wieder ein bisschen Technikpunkte, dass wir die Zweier dann wieder ausgeben können, weil das ist, glaube ich, praktischer. So, hier noch ein bisschen gucken. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie lang die Folge geht, aber naja, dann geht es halt ein bisschen länger. Was soll's. Da geht's raus. Ich will da noch ein bisschen gucken. Weil hier habe ich bestimmt viel verpasst. Jo. Aber hier ist irgendwo noch ein Bär. Warte mal, was war das? Artefakt. Gerade mal 14:55. Also da habe ich noch einiges vor mir. So, die zwei Hammer. Jetzt gucken wir hier nochmal kurz lang. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Da war noch was. Danke. Da haben wir noch Pfeile. Nehmen wir alle mit. Weiß man halt auch nie, ob da was drin ist, ne? Oh, moin. Wie kommt denn wer da hoch? What? Ist das schon ernst? Wo sind wir jetzt? Da hinten. Oh. Kannst du nicht mit mir machen hier, ey. Sind da überall Bären eingesperrt? No. Hier ist auf jeden Fall nichts drin. Ja gut, ich würde mal sagen, wir beenden dann mal die Folge. Ich werde dann offline hier noch ein bisschen erkunden. Ja, und dann gucken wir jetzt gerade noch mal auf die Map, ob hier noch was offen ist. Ja, es ist noch was offen. Gut, dann sehen wir uns hier in Jins Reise wieder. Bis dahin, ciao, ciao.